Als nächstes am Wort der Fraktionslose Gerhard Schmidt. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister. Zum nationalen Aktionsplan. Unsere Innenpolitik wird derzeit vordergründig von der Flüchtlingsproblematik beherrscht. Ein von den NEOS eingebrachter Antrag fordert einen Aktionsplan Asyl. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Asyl kein Recht auf Dauer ist. Asylwerber sind bei deren Einreise in die EU auf ein allfälliges Asylrecht zu prüfen, wobei ein Asylrecht lediglich bei nachweislichen Kriegsflüchtlingen besteht. Wirtschaftsflüchtlingen, und das sind die Mehrzahl, ist eine Einreise zu verwehren. Es gilt, an der EU-Außengrenze die persönlichen Daten der Flüchtlinge zu erfassen und zu überprüfen, wobei Personen mit gefälschten Dokumenten, und das kommt nicht so selten vor, unverzüglich in deren Heimatland abzuschieben sind. Schlepper und sogenannte Fluchthelfer sind gerichtlich zu verfolgen und hart zu bestrafen. Wenngleich die Zeit einer ungehinderten Einreise nach Österreich derzeit beendet scheint, hat Österreich mit den im Bundesgebiet aufhältigen fremden Asylwerbern eine schwierige Lage. Die Zahl der Arbeitslosen steigt stetig und die anhaltend schlechtende Wirtschaftslage trägt den Rest dazu bei. Die Integrationsmaßnahmen verschlingen auch angesichts des Bildungsniveaus der meisten Fremden Millionen, und ein Erfolg dieser Maßnahmen scheitert höchstwahrscheinlich am mangelnden Integrationswillen der mehrheitlich muslimischen Personen. Denn auch die Mehrheit der seit Generationen bei uns lebenden Moslems lehnen unsere Kultur und Werte ab. Österreich wird es alleine nicht möglich sein, dieses Problem zu lösen. Doch leider scheint die EU auch hier vollends zu versagen. Ein Pakt, wie er im Bereich der Möglichkeit steht, mit der Türkei ist schärfstens abzulehnen, und deren Liste an Forderungen kommt einer Erpressung gleich. Die Schließung der Balkanroute ist ein wichtiger erster Schritt, jedoch muss auch unsere Staatsgrenze dank des fortschreitenden Versagens der EU gesichert werden. Danke. Wirtschaftsflüchtlingen müsste man von vornherein eine Einreise verwehren, so der Fraktionslose Gerhard Schmidt.